Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, natürlich wie immer am Montag, Sonnenschein draußen, Ferienzeit und Ostern steht auch vor der Tür. Man merkt, die Kinder haben mal 2 Wochen Ruhe und die Eltern haben Stress mit ihren Kindern. Ja, Matze habe ich mal am Wochenende ins Hotel geschickt, er sollte mal richtig futtern und ein bisschen Kultur erleben und was er dort erlebt hat im Hotel Fliegerheim zum Sunday Lunch mit Thomas Kahler, das zeigt er euch hier in diesem Video. Mich schaut kein rum, wirklich um. Da bin ich nicht so sicher, du. Nach 7 Gin bin ich auch noch nicht hin. Das möchte ich sehen. Champagner mit Wodka dazu. Schmeckt der Ecke doch. Das haut mich nicht um, aber du. Was ist die Gruppe? Ruhe. Bei Kokain sag ich nein. Das fällt noch. Auch keine Trips. Und ich brauch keinen Schwips. Und ich frag mich, warum und wozu. Das haut mich nicht um, aber du. Wenn ich dich seh, hab ich weiche Knie und laute linke Hände. Aber es kommt für uns beide nie. Ich hoffe, das nie. Zum Anfang und nie zum Ende. Nichts auf der Welt haut mich um. Schieß mich zum Mond oder schieß mich vorbei. Und ich sag höchstens, na und was nun? Das haut mich nicht um, aber du. Wenn ich dich sehe, hab ich weiche Knie und laute linke Hände. Aber es kommt für uns beide nie zum Anfang und nie zum Ende. Merci. Auf der Welt haut mich um. Schieß mich zum Mond oder schieß mich vorbei. Und ich sag höchstens, na und wat nun? Das haut mich nicht um, ja, yeah. Haut mich nicht um. Das haut mich nicht um, aber du. Ja, war schön, ne, Matze? Und gleich danach ging es natürlich zum Fußball, aber dahin kommen wir später nochmal zum Fußball, was da passiert ist. Nach dem Schnee kommt Sonne und damit kommt der Sommer langsam. Bis zum Wochenende soll es ja 20 Grad warm werden und es wird wieder Zeit, schwimmen zu gehen. Dabei hilft natürlich die DLRG-Ortsgruppe Borkheide mit ihren Seepferdchenkursen und die bieten schon wieder neue Termine an. Und los geht es mit den Seepferdchenkursen am 17.06. bis 28.06. von 17.10 bis 17.55 Uhr. Und von 18.10 Uhr bis 18.55 Uhr vom 1.7. bis zum 12.7. von 17.10 bis 17.55 Uhr und vom 1.7.19 bis 12.7.19 von 18.10 Uhr bis 18.55 Uhr. Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen sind mindestens 5 Jahre alt. Stichtag ist das Geburtsdatum. Anerkennung der Vereinbarung bezüglich der Schwimmausbildung mitzubringen sind Badehose, Badeanzug, Badelatschen, Bademantel. Und eine verbindliche Anmeldung könnt ihr natürlich bei der DLRG machen. Dort wurde die Anzahl der Kinder je Kurs begrenzt, damit natürlich sich um die Kinder gut gekümmert werden kann. Und die DLRG behält sich das Recht vor, Kinder für einen bestimmten Kurs abzuweisen, wenn dieser bereits voll ist.
So, dann ist das natürlich noch nicht alles, denn wer schwimmen gehen will, braucht manchmal eben noch kein Gewässer draußen, sondern will ins Hallenbad gehen. Und das geht vom 20.05. bis 25.05. nicht, und zwar aus dienstlichen Gründen ist das Hallenbad der Zietenkaserne, der von Zietenkasernen Belitz geschlossen. Das teilt der BSV 90 mit. Also wer da rein will von 20.05. bis 25.05., da geht das nicht. So, was aber noch? Waldbad Bockheide. Wir bleiben mal beim Schwimmen und dergleichen mehr. Bevor es losgeht im Waldbad mit der Saison, ist Mailauf, und zwar am 1. Mai wieder Waldbadlauf in Bockheide. Das Anmeldeformular ist auf der Website des Waldbades freigeschaltet. Am 5. Mai macht das Waldbad einen Flohmarkt. Dort kann man sich noch mit Ständen anmelden. 3 Meter Stand kosten 5 Euro. Und wer möchte, kann da tatsächlich schon baden. Natürlich auch schon am 1.5. Wie gesagt, am 1. und am 5.5. könnt ihr im Waldbad schon baden gehen. Natürlich auch mit Badehose, Badeanzug. Aber die richtige Saisoneröffnung ist erst am 18.05. So, auch die Feuerwehr Bockheide gibt Informationen bekannt, und zwar Osterfeuer. Natürlich, wir brauchen noch unser Osterfeuer, und das beginnt am Ostersonntag ab 18 Uhr. Und wenn man sich fragt, wo das denn stattfinden solle, auf der Sandpiste hinter der Feuerwehr. Dort ist dieses Jahr das Osterfeuer. Der Rest wird ja noch bebaut mit dem Generationsspielplatz. Wie gesagt, Osterfeuer der Feuerwehr Bockheide am 21.04. ab 18 Uhr. Weitere Informationen haben wir bekommen vom Tourismusverein Zauche Fleming e.V. Die laden nämlich zu ihrem 6. Frühlingsfest ein, diesmal in Golzow. Und zwar von 14 bis 17 Uhr auf dem Festplatz an der alten Brennerei in Golzow. Mit von der Partie auf dem Sommer, auf dem Frühlingsfest natürlich in Golzow sind das Waldbad, also der Waldbadverein, die DLRG, die Line Dance Gruppe des BSV 90 und die Musikschule Fröhlich unter anderem natürlich. Und am 30. April geht's natürlich, das ist vor dem Waldbadlauf, geht's nochmal so richtig in Bockheide zur Sache. Da ist wieder der Veranstaltungsplan der Gemeinde Bockheide jetzt online. Ab 17 Uhr geht's da los mit dem Auftritt des neuen Bockheider Chores. Sehr spannend. 17.15 Uhr Programm der Schule, 17.40 Uhr tritt die Musikschule Fröhlich auf, 18.15 Uhr die Seniorentanzgruppe, 18.30 Uhr auf dem Marktplatz immer noch Aufstellung des Maibaumes, 18.45 Uhr Line-Dance-Gruppe BSV 90, 19 Uhr Verleihung Kunst- und Kulturpreis, 19.30 Uhr die Waldtrommler, 21 Uhr auf dem Marktplatz noch die Feuershow und dann natürlich Tanz in den Mai mit Mr. B und Matze. Das ist natürlich alles vor dem 1. Mai. Man sollte nicht so viel trinken, wenn man mitlaufen will. Sonst hat man nachher so richtig mit der Pumpe oder so zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich was mit der Pumpe zu tun habe. Wir werden sehen. Dann gibt es Informationen, wie wir auch bei uns auf unserer Facebook-Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe lesen konnten, bezüglich dieses Besprühen des Waldes. Es ist ja eine sehr umstrittene Aktion hier im Gange, wo der Wald großflächig mit Chemikalien besprüht werden soll, und da gibt es auch unter https www.change.org p kein Gift in Brandenburg, in Brandenburgs Wäldern, eine Unterschriftenaktion für alle die gegen den großflächigen Insektizideinsatz in den Wäldern rund um den Gemeinden Fichtenwalde, Borkwalde, Borkheide etc. sind. Vom 29. April bis Mitte Juni 2019 soll nämlich das hochgiftige Karateforst flüssig auf diversen Forstflächen, ca. 8000 Hektar, via Hubschrauber versprüht werden. Es sind mittlerweile über 2000 Unterschriften gegen diese Aktion eingegangen. Wer sich da beteiligen möchte, wie gesagt, wir haben den Link eingeblendet. Dann gibt es noch eine Information von der SW Borkum Service GmbH. Die starten ja jetzt so richtig voll durch, aber die wollen irgendwie aufs Wasser, habe ich gelesen. Aber naja, mal schauen, so viel Wasser gibt es ja hier um Bockheide doch nicht. Aber die wollen voll im See, mit vollen Segeln in See stechen und suchen dringend ausgebildete Informatiker, die sich mit Windows-Servern, Cloud-Diensten, Firewalls, Exchange-Servern und vielen anderen IT-Techniken beschäftigen. Die können sich wirklich dort dringend bewerben. Es gibt dort
so viel zu tun in dem Verein. Ein gutes Team gibt's. Es gibt ganz modernes Haus dort. Also die bauen ja auch noch und sind natürlich auf dem Weg in die Zukunft. Und wer möchte und Lust hat, Teil dieser Truppe zu werden, bewirbt sich bei der SWP Borkum Service GmbH. Hier ist auch der Link dazu. Die Bewerbung einfach, wie gesagt, an diese E-Mail schicken. Und es gibt genügend Geld zu verdienen, höchstwahrscheinlich ein bisschen was zu futtern, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen Party, aber natürlich auch richtig Arbeit. Auch hat uns eine Information zu unserem Festival hier im Borkheide erreicht. Baum und Borke 2019. 2 Tage 11 Bands, ein Riesenspaß. Es ist soweit, das Rahmenprogramm zum Baum und Borke Open Air am 19. und 20. Juli steht fest und es hat dabei und hat es mächtig in sich. Neben regionalen Acts kommen die Künstler erneut aus ganz Deutschland und rocken den Wald. Der Kartenvorverkauf läuft online, unter anderem bei Eventim, bereits auf Hochtouren. In Kürze werden auch Vorverkaufsstellen in der Region veröffentlicht. Für weitere Informationen zu den weiteren Bands und Links zu den Tickets besuchen Sie www.baum-und-borke-openair.de oder erhaltet die aktuellen Informationen auf www.facebook.de/BUB Open Air. So, das zu diesen ganzen Informationen. Jetzt kommen wir zum Fußball, das größte Highlight dieses Wochenendes. Am Samstag traf der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten und Borkheide hat es sich nicht nehmen lassen, ein Top-Rahmenprogramm drumherum zu basteln. Was da so genau abging und wie es ausging, seht ihr jetzt hier. So, jetzt bitte einen kräftigen Applaus für die beiden Mannschaften. So was hat Borkheide noch nicht gesehen. Zweite Kreisklasse mit Auflaufkinder. Wo bekommt man sowas? Nur in Borkheide. Warte, macht Fotos. Das ist ein Bild für die Ewigkeit. Spitzenspiel hier der BSV 90 gegen den FSV Limeck. Wir haben heute mal 2 Trainer hier, sonst haben wir nur einen. Schön, dass du hier mit auf dem Platz stehst für uns. Vollen Platz gehabt, war ein schnelles Spiel, war ein anstrengendes Spiel, wurde auch ab und zu gefoult, wurde auch fragliche Pfiffen, wo, man hat es rundherum gehört. Wir haben einen vollen Platz mit Publikum ohne Ende hier. War tatsächlich so, dass man sagen konnte, das war das beste Spiel der Saison. Was sagt ihr? Fang du an. Der Gast darf anfangen. Ja, war auf jeden Fall. Die Kulisse war super beeindruckend. Ja, also kann man nicht meckern. Hab da schön mit umgefahren. Also erstmal Glückwunsch dafür. War unentschieden. Ja, war schwer für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Wolltet gewinnen, wolltet uns das erste Mal schlagen in der Saison. Hat nicht funktioniert. Ich denke mal 2-2 leistungsgerecht. Und man hat gesehen, dass beide Mannschaften wirklich alles drin geworfen haben, um hier mit dem Sieg vom Platz zu gehen. Hartmut, was sagst du? Ja, sehe ich im Prinzip auch so. Es war ein intensives Spiel, sicherlich mit der einen oder anderen zweifelhaften Entscheidung. In der ersten Halbzeit war aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter, den der Schiedsrichter uns nicht zugesprochen hat. Dann hatten wir Glück bei einer Aktion hier an der Seitenlinie, dass da der Spieler da keine Karte kriegt, weil aus meiner Sicht war es grenzwertig. Also eine gelbe Karte wäre definitiv gerechtfertigt gewesen. Und so waren ein paar Kleinigkeiten drin, aber insgesamt, denke ich, war trotz alledem ein faires Spiel. Es ging zwar um nicht so sehr viel, es ging eigentlich nur ums Prestige, wenn man es ehrlich nimmt, weil Niemek als Spitzenreiter, die sind die beste Mannschaft in dieser Serie, sind vorne auch weit weg. Für uns hat es bedeutet, dass wir den Anschluss halten, dass wir den Abstand nicht noch vergrößern. Und ich denke, das ist uns gelungen. Und dafür Dank an meine Mannschaft, die sich bis zuletzt leider nicht belohnt haben mit der letzten 100% der Torschance, die wir noch hatten. Aber so ist Fußball. Und insofern denke ich, ist es ein leistungsgerechtes Spiel. Es war so, es ist ein schönes Spiel gewesen, muss man so sagen. Wie gesagt, wir haben es ja auch voll gekriegt hier, unser Stadion. Ja, es war cool gewesen. Da haben wir natürlich drauf hingearbeitet und hat uns natürlich Spaß gemacht, hier die Niemecker zu empfangen. Und ich denke, wir haben tatsächlich so die Leistung, die wir bis jetzt gemacht haben, bestätigt und können einfach die restlichen Spiele noch mit Gewinn hoffentlich
zu Ende bringen. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wieder Rede und Antwort gestanden habt. Und nochmal vielen Dank an die Fans, dass ihr alle gekommen seid. Wir sehen uns wieder, weißt du, wo wir nächsten Sonntag gehen, wo ist Ostern. Wir sind jetzt nächstes Wochenende spielfrei, das nehme ich jetzt. Es ist Ostern, spielfrei nächstes Wochenende. Ja. Ihr hört voneinander, super was gewesen. Vielen Dank an den BSV überhaupt, dass hier Bratwurst, Bier alles zur Verfügung stand. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Euch weiterhin viel Glück in der Saison. Ihr steht als Aufsteiger fest nochmal. Ja, herzlichen fest, Glückwunsch. Dankeschön. Habt ihr gut gemacht. Oh, danke für ein tolles Spiel. Hartmut. Seht zu, dass er auch noch mit hochkommt. Wa? Schauen wir mal. Hm? Klar. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Dankeschön. Stefan, morgen Abend kannst du dich live im YouTube-Kanal sehen. Hallo. Ja, das war eine super Aktion gewesen, war cool gewesen, die vielen Kittys dort. Ja, es gab Bratwurst, Bier und andere Dinge. War ein wunderschönes Programm, die Mannschaft hat sich nicht lumpen lassen und hat nicht verloren. Immerhin, ihrer Leistung ist sie wirklich gerecht geworden. So, jetzt kommen wir nur noch zum Wetter. Matze, du sagst uns jetzt den Hochsommer an. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Wie man hier ganz klar sehen kann, es ist ein echter April. Während die Magnolie in voller Blüte steht, sieht man ganz zart und fein Schneeflocken. Das war die letzte Woche, es war nochmal ordentlich kalt, vor allem in der Nacht. Wobei der Frost doch nicht so doll wurde, wie ich letzte Woche vermutet habe. Also es ging kaum unter Null, somit waren die Blüten also auch nicht weiter in Gefahr. In der kommenden Woche der komplette Gegentrend, es geht nach oben, die Temperaturen werden in der Woche beginnen tagsüber um die 12 bis 13 Grad sein und jeden Tag etwas mehr, so 1 bis 2 Grad mehr steigen. Und Richtung Wochenende, Osterwochenende, haben wir Temperaturen von 20 Grad durchaus möglich. Vereinzelt wird schon gesagt, wir kriegen auch noch bis zu 25. Die ersten möglichen Sommertage wurden von den Wettermodellen auch schon ausgerechnet. Lassen wir uns überraschen. Soweit von mir. Kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Ciao. Ach, übrigens, apropos Frühling, da geht es auch mit dem Lutze wieder durch, denn beim Testaufbau der Hüffeburg, der DLRG, ist es mit dem Lutze, wie man hier sieht, wieder mal komplett durchgegangen. Also da müssen auch die kleinen Kinder aufpassen. Wenn der auf die Hüffeburg kommt, dann ist Alarm. Übrigens, Hüffeburg, der DLRG, die kann man mieten, auch zu Veranstaltungen. Bei der DLRG erreichbar der Enrico Kaiser. Ich blende hier unten mal die Telefonnummer ein. Also Familienfeste, Feiern, Gartenfeten, irgendwas, wo man die Kinder mal etwas abseits in die Hüpfeburg stecken möchte, damit die Eltern auch mal so 5 Minuten Freiraum haben. Mietet euch die Hüpfeburg und habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Feier. Und auch für die Kinder ist es natürlich ein Riesenspaß. Also wie gesagt, der Enrico Kaiser ist euer Ansprechpartner. Telefonnummer habe ich eingeblendet. Soweit, jetzt habe ich fertig. Tschüss. Ja, warten wir, was da kommt. Das ist natürlich schön. Ferien, Osterferien und schönes Wetter. Was Besseres können wir uns gar nicht wünschen. So soll das sein. So, und bevor ich es vergesse, es gibt noch ein Thema. Und zwar, das betrifft uns selbst. Geburtstagsparty von Borgheide News TV. Wie gesagt, wir hatten das ja schon bekannt gegeben. Wir sind 3 Jahre alt geworden. Und am 26.04. wollen wir im Jugendclub Borgheide ab 16 Uhr ein bisschen feiern. Gäste sind natürlich herzlich willkommen. Wie gesagt, am 26.04. im Jugendclub Borgheide. Borgheide News TV feiert 3 Jahre Geburtstag. So, das war's mal wieder von Borgheide News TV am Montag. Wir wünschen euch eine schöne Ferienwoche, wunderschöne Sonne draußen. Bis nächsten Montag, wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss!